Hallo und herzlich willkommen zu unserer Allegro ÖB Videoanleitung zum Thema Prüfprotokolle. Die Prüfprotokolle sind Teil des Programms Katalogisierung und dienen der Datenpflege. Denn trotz sorgfältiger Datenverwaltung und Bearbeitung können in den Datensätzen immer wieder Fehler auftauchen, die bei der Erfassung oder bei anderen Vorgängen im laufenden Betrieb entstehen. Deshalb ist es wichtig, die Daten und die Datenbanken regelmäßig mit Hilfe der Prüfprotokolle zu pflegen. Die Prüfprotokolle können über das Menü in dem Programm Katalogisierung erstellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt Prüfprotokolle erstellen. Selbstverständlich gibt es auch für dieses Thema ein Kapitel in der Dokumentation. Nachdem Sie den Menüpunkt Prüfprotokolle erstellen angeklickt haben, loggen Sie sich wie gewohnt in Allegro ein. Die Prüfprotokolle können getrennt für die Katalogisierung und Auslertheke erstellt werden. In der Katalogisierung können 7 unterschiedliche Prüfprotokolle erstellt werden. Diese wählen Sie über das Dropdown-Menü aus. Darunter finden Sie immer eine kurze Beschreibung zum jeweiligen Protokoll. Das zuletzt erstellte Protokoll wird gespeichert und kann immer wieder aufgerufen werden. Eine Prüfung der Daten starten Sie über den Menüpunkt Protokoll starten. Das Protokoll-ID des Titels prüft, ob die Titelnummer, also die Kategorie 000, eindeutig ist. Doppelte Identnummern führen zu falschen Verknüpfungen von Titeln und Exemplaren oder Gesamtaufnahmen und Bänden. Da mit dem Allegro Update 2019 weitere Sicherheitsmaßnahmen eingefügt wurden, sollte es hier noch äußerst selten zu Fehlern kommen. Erfreulicherweise haben wir in unserer Testdatenbank keine auffälligen Datensätze gefunden. Wir können uns daher einfach dem nächsten Protokoll zuwenden und die Bandaufnahmen überprüfen. Dieses Protokoll prüft mehrstufige Aufnahmen auf Vollständigkeit. Diesmal finden wir einige auffällige Datensätze und können sie korrigieren. Angezeigt wird hier die Satznummer, die ID des Titels, die Titelangabe und eine Fehlerbeschreibung. Die übergeordnete Aufnahme fehlt. Zur Fehlerbereinigung sollten Sie sich die Angaben genau anschauen und im Programm Katalogisierung überprüfen. An unseren Beispieldaten ist auffällig, dass die meisten Fehler für einzelne Bände angezeigt werden. Nur beim zweiten Treffer scheint es ein direkter Titel zu sein. Den schauen wir uns genauer an. Um den Titel direkt aufzurufen, können wir eine Satznummernsuche durchführen. Den normalen Suchschlitz in der Katalogisierung kennen Sie. Rechts daneben können Sie die Satznummernsuche ein- und ausschalten. Bei aktiver Satznummernsuche dementsprechend die Nummer eintragen, um den Datensatz direkt anzusteuern. Noch ein Hinweis: Nach jeder Reorganisation ändern sich die Satznummern. Sollten Sie die Prüfprotokolle ausdrucken und abarbeiten, dann schließen Sie die Arbeit vor der nächsten Reorganisation ab oder erstellen Sie ein neues Prüfprotokoll. Jetzt können wir den Datensatz genauer überprüfen. Auffällig ist, dass an dem Titel keine weiteren Bände oder Exemplare hängen. Die Information, dass es sich um ein Lexikon mit 9 Bänden handelt, lässt uns vermuten, dass es die übergeordnete Aufnahme ist. Wir bearbeiten den Datensatz und überprüfen die Kategorie 000. Bei einer übergeordneten Aufnahme erwarten wir keine weiteren Angaben nach einem Pluszeichen. Das wäre bei den einzelnen Bänden der Fall, um sie mit der übergeordneten Aufnahme zu verknüpfen. Wir entfernen daher die falschen Angaben und sehen sofort nach dem Abspeichern, dass das Problem behoben ist. Die Bände und Exemplare sind wieder mit der Aufnahme verknüpft. Wir widmen uns dem nächsten Prüfprotokoll. Über die Prüfung Titel ohne Exemplar finden wir Titel, denen kein Exemplar zugeordnet ist. Normalerweise gehört zu jedem Titel mindestens ein Exemplar, damit es verbucht werden kann. Ausnahmen gibt es nur für Erwerbungstitel, digitale Medien und Stammsätze. Auch hier wird uns wieder die Satznummer, die Titel-ID, der Titel und die Signatur angezeigt. Wir können erneut im Katalog eine Satznummernsuche durchführen.
Nun gilt es herauszufinden, ob das Exemplar noch im Bestand ist. Wenn Sie es also im Regal finden, dann können Sie das Exemplar einfach neu inventarisieren. Ansonsten kann die Titelaufnahme gelöscht werden. Es ist Zeit für das nächste Prüfprotokoll. Exemplare ohne Titel ermittelt Exemplardatensätze, die keinen Titeldatensatz mehr haben, da dieser aus Versehen gelöscht wurde. Auch das können wir uns in der Katalogisierung anschauen. Da das Exemplar nur wenige Informationen liefert, ist es sehr schwer, den fehlenden Titel zu finden. Eventuell schaffen Sie es mit Hilfe der Signatur am Regal. Sollten Sie dem Exemplar keinen Titel mehr zuordnen können, dann sondern Sie das Exemplar aus und löschen es nach der Abgangsstatistik. Im nächsten Schritt prüfen wir die ID des Exemplars. Hier wird überprüft, ob ein Barcode vorhanden und dieser eindeutig ist. Doppelte Barcodes führen zu Problemen bei der Verbuchung. Exemplare ohne Barcode können nicht verbucht werden. Die Satznummernsuche in der Katalogisierung liefert sofort das betroffene Exemplar. Über das Menü Inventarisierung können Sie das Exemplar bearbeiten und den fehlenden Barcode einscannen. Mit dem vorletzten Prüfprotokoll der Katalogisierung prüfen wir den Medientyp des Exemplars. Diese Prüfroutine ermittelt Exemplare, die keinen Medientyp haben, und prüft gleichzeitig, ob der Medientyp zugelassen ist und mit dem Medientyp in Titeldatensatz übereinstimmt. Auch hier hilft uns die Satznummernsuche, das betroffene Exemplar sofort aufzurufen. Wir sehen bei dem Exemplardatensatz, dass es sich um ein Hörbuch handeln soll. Das ist der Medientyp HB. Im Titeldatensatz gibt es aber die Angabe, dass es ein gedrucktes Buch ist. Das ist der Medientyp BM. Den Fehler können wir korrigieren, indem wir das Exemplar bearbeiten und im Feld Medientyp die Angabe HB in BM ändern. Im letzten Schritt wird die Signatur des Exemplars geprüft. Für alle Statistiken sind die Angaben aus dem Exemplardatensatz relevant. Fehlt die Signatur, kann dieses Exemplar nicht korrekt ausgewertet werden. Bei Signaturänderungen kommt es häufig vor, dass man zwar die Signatur im Titel ändert, die Änderung im Exemplar jedoch vergisst. Daher wird bei dieser Prüfung auch ermittelt, ob die Signatur im Titel mit der Signatur im Exemplar übereinstimmt. Erneut hilft uns die Satznummernsuche beim Aufrufen des Exemplars. In der Anzeige ist deutlich zu erkennen, dass sich die Signaturen im Titel- und Exemplardatensatz unterscheiden. Wir bearbeiten das Exemplar und korrigieren die Signatur. Wir haben alle Prüfprotokolle der Katalogisierung abgearbeitet. Im zweiten Teil des Videos widmen wir uns den Prüfprotokollen der Ausleihverwaltung. Für die Ausleihverwaltung können 5 Prüfprotokolle erstellt werden. Entliehene Exemplare überprüft, ob sämtliche ausleihrelevanten Kategorien im Exemplar vorhanden und korrekt gefüllt sind, der Benutzerdatensatz vorhanden und ob der Benutzer abgemeldet ist. Im Protokoll werden entliehene Medien angezeigt, die keinem Nutzer mehr zuzuordnen sind, da dieser trotz Warnmeldungen versehentlich gelöscht wurde. Vielleicht ist es Ihnen möglich, den Entleiher anhand dieser begrenzten Angaben ausfindig zu machen. Oder Sie warten auf die Rückgabe durch den Entleiher, sofern die Ausleihe noch nicht zu lange zurückliegt. Alternativ können Sie den Status der Medien auf Verlust setzen. Über den Punkt Reservierte Exemplare wird das Ablaufdatum der Reservierungen überprüft. Anhand des erstellten Prüfprotokolls können Sie die abgelaufenen Reservierungen löschen. Gültige Reservierungen werden dahingehend geprüft, ob der Benutzerdatensatz noch in der Datenbank existiert und der Benutzer abgemeldet oder gesperrt ist. Dem Protokoll entnehmen Sie die Benutzerkennung und suchen den Nutzer in der Ausleihtheke. Im Benutzerkonto kann im Reiter Reservierungen die Reservierung gelöscht werden. Das Exemplar erhält wieder den Status am Standort.
Als nächstes prüfen wir das Ablaufdatum der Vormerkungen. Anhand des erstellten Prüfprotokolls können Sie die abgelaufenen Vormerkungen löschen. Wenn Sie das Allegro Update 2019 installiert haben, dann können Sie dafür auch die neue Löschfunktion nutzen. Zu finden ist diese in der Ausleihverwaltung unter dem Punkt Datenschutz und Datenpflege. Bei gültigen Vormerkungen wird geprüft, ob der vorgemerkte Titel, das vorgemerkte Exemplar noch in der Datenbank zu finden ist, der Benutzerdatensatz vorhanden ist oder der Benutzer abgemeldet oder gesperrt ist. Über den vorletzten Punkt wird ermittelt, ob die Gebührendaten die relevanten Benutzerangaben enthalten, der Benutzerdatensatz noch in der Datenbank existiert oder der Benutzer abgemeldet ist. Sie müssen dann im Einzelfall die Gebühren bzw. Benutzerdaten prüfen. In unserem Beispiel werden ausstehende Gebühren angezeigt, für die es keinen Benutzerdatensatz mehr gibt. Hierbei lässt sich nicht mehr zurückverfolgen, wer die Gebühren verursacht hat. Die Gebühren sollten storniert oder gelöscht werden. Dieser Fehler sollte aber äußerst selten auftreten, da beim Löschen belasteter Benutzerkonten entsprechende Warnhinweise bzw. Abfragen bestätigt werden müssen. Zuletzt wählen wir den Punkt Benutzerdaten. Für die erfassten Benutzerdaten wird überprüft, ob eine Benutzerkennung vorhanden und diese eindeutig ist, der Name erfasst und das Geburtsdatum korrekt eingetragen ist. Die fehlenden Angaben können Sie in der Ausleihverwaltung mit Hilfe der Benutzerkennung und dem Menü Benutzer verwalten korrigieren. Jetzt haben wir alle Prüfprotokolle erfolgreich abgearbeitet. Wir empfehlen, die Protokolle in regelmäßigen Abständen zu erstellen und zu bearbeiten. Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie sich gerne an den Allegro Support wenden. Bis bald!